Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Memory PC, einmal mit dem Zenchili Gaming PC, das hier sind nur die technischen Daten für 1229 Euro und dem Gaming PC mit Intel i7-12700KF für 1899 Euro. Kurzer Hinweis vorweg, Zenchili sollten die meisten eigentlich kennen, das ist ein großer Hardware-YouTuber auf YouTube halt, ne? Und ich denke mal, der hat das System dann auch konfiguriert und bietet das dann über seinen Partner Memory PC an. Kommen wir zu dem Bild, das ist ein bisschen schwierig jetzt. Wir haben jetzt hier die Frontansicht, das verrät jetzt nicht so viel gut, der CPU Kühler, der stimmt nicht, das ist klar. Hier unten sieht man schon, dass hier ein Straight-Power-Netzteil drin ist, das stimmt schon mal nicht. Und gucken wir uns hier die Seite an, die stimmt halt überhaupt nicht. Wir haben hier ein ROG-Board drin, das stimmt nicht, die 4 RAM-Riegel, die Corsair Vengeance RGB Pro sind nicht verbaut, der CPU-Kühler stimmt nicht, das Netzteil, das Straight-Power stimmt halt auch nicht, hier ist ein System-Power drin. Also gebt auf das Bild bitte nichts, das ist absoluter Fake. Hier stehen zwar schon so ein paar technische Details, aber wir gehen dafür in den Konfigurator, weil der lässt noch so ein paar extra Details erschließen. Starten wir mit dem Case, hier haben wir ein SQ Tower 01 RGB Schwarz Glasfenster. Dazu springen wir nochmal zurück auf das Bild, weil das gibt es so im Endkundensegment nicht zu kaufen. Das geht nur über diese Systemintegratoren. Das finde ich nicht so geil. Das erinnert stark an Kolink Observatory, auch schon hier vorne diese drei RGB-Lüfter, die wegen diesem kleinen Spalt hier kaum Luft ziehen können. Und beim Kolink ist es halt auch so, dass der Airflow beschissen ist. Krotus hat dazu mal ein Video gemacht, das ist eine Katastrophe. Also ich würde es so nicht verbauen. Vor allen Dingen, wenn ihr Hardware drin habt, die auch noch ordentlich Hitze produziert. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Also optisch ist es bestimmt schön, ja. Aber irgendwie wegen Temperaturen, ich glaube nicht, dass das so geil ist. Deswegen, wir nehmen jetzt auch das Kolink Observatory Light Schwarz. Das hat ungefähr den gleichen Aufbau. Da habt ihr zwar noch ein bisschen mehr Abstand, aber es ist Airflow-technisch einfach eine Katastrophe. Nimmt am besten ein Case mit einer Mesh-Front. Ansonsten in dem Preisbereich ist das natürlich völlig okay. Sieht auch schick aus mit den drei RGB-Lüftern. Hinten ist auch noch einer verbaut. Ja, das ist in Ordnung. Und das kostet 64,70 € bei Mindfactory. Dann bekommen wir als Netzteil ein BeQuiet System Power 9 600 Watt 80+. Das hat 3 Jahre Garantie, ist 80+ Bronze zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. Ich bin kein Freund davon, dass es ein System Power ist. Die System Power Netzteile, finde ich, gehören eher so in Multimedia- oder Büro-PCs rein, nicht in Gaming-Maschinen, da gibt es die Straight Power oder auch die Pure Power für. Vielleicht auch die Dark Power, wer es gerne haben möchte, aber die sind schweineteuer, sind natürlich auch effizienter. Das mit dem Kabelmanagement, ja gut, das müsst ihr selber entscheiden. Es ist halt einfach so, die Kabel fliegen dann im Gehäuse rum, hinten im Gehäuse, das ist nicht ganz so schlimm. Bei Modularität wäre es so gewesen, dass die Kabel dann mitgeliefert werden, die ihr gerade nicht benötigt, die könnt ihr hinterher dabei stecken. Der eine legt Wert drauf, der andere nicht, das ist okay. Immerhin ist 80+ Bronze zertifiziert, 600 Watt reichen für das System auch aus. Wie gesagt, ich hätte ein anderes gewählt, aber das müsst ihr dann selber entscheiden. Und das kostet 54,86 € bei Mindfactory. Als Mainboard bekommen wir ein ASRock B560 Pro 4. Immerhin kein Micro-ATX-Board. Ich sage ja immer, Micro-ATX gehören in solche Gaming-Maschinen nicht rein. Es sei denn, ihr habt einen Preispunkt von 800 Euro oder so. Da kann man doch irgendwo damit leben. Aber in dem Preispunkt müssen wir auf jeden Fall auf den ATX gehen. Hat er auch hier gemacht, ist völlig in Ordnung. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann eine M.2 SSD rein, hier unten kann noch eine M.2 SSD rein und hier unten kann auch noch eine verbaut werden, wenn ihr das möchtet. Grafikkarte kommt hier rein, hier könnt ihr noch eine Capture-Karte oder WLAN-Karte erweitern. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In-Netzwerkanschluss, 4x USB 3.0. Hier haben wir HDMI und DisplayPort. Da ist es natürlich so, dass ihr die nicht benutzen könnt, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. USB 2.0 haben wir auch mit dabei und einen PS2-Anschluss, den werdet ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen. Alles in allem ist das ein gutes Board, in der Preisklasse auch gut angesiedelt, da lässt sich überhaupt nicht drüber meckern. Und das kostet 115,17 € bei Mindfactory. Als CPU bekommen wir einen Intel Core i5-10400F 6x2,90 GHz. Hier steht auch nochmal, Achtung, keine Funktion bei Onboard-Grafik, bitte immer eine Grafikkarte wählen, das sagte ich eben, keine integrierte Grafikeinheit. Der ist natürlich schon gut alt. Wir sind schon bei der 12.000er Variante. Dazwischen kommt noch die 11.000er, also ist auf jeden Fall ein älterer Prozessor, wurde vor ungefähr 2 Jahren released. Hat eine TDP von 65 Watt, 6 Kerne, 12 Threads, unterstützt offiziell 2666 MHz RAM. Den könnt ihr auch schneller betreiben, das ist überhaupt kein Problem. Das ist einfach nur das, was Intel sagt, was sie offiziell unterstützen. Wenn ihr jetzt stärkeren einbaut, dann liegt das natürlich bei euch, wenn das System instabil wird oder ähnliches. Aber das sollte kein Problem sein. Aber ihr bekommt bei diesem Preispunkt einfach bessere Prozessoren. Aus der 11.000er auf jeden Fall. Ich habe auch gleich noch eine Alternative, zeige ich euch gleich noch. Wer streamen möchte, sollte meiner Meinung nach auf den 8-Kerner gehen. Es sei denn, ihr spielt kleinere Spiele, Among Us, Counter-Strike, Valorant, sowas. Das funktioniert dann noch. Da könnt ihr sogar noch über den Prozessor rendern. Das sollte kein Problem darstellen. Für AAA-Titel, wenn ihr die streamen wollt, geht auf den 8-Kerner. Und der kostet 123,79 € bei Mindfactory. Als CPU-Kühler bekommen wir einen Johnsbo CR201 RGB. Der hat eine TDP von 135 Watt und ist RGB-Beleuchtung. Gut, der Prozessor hat 65 Watt. Realistisch zieht er sich bestimmt so 80, 85 Watt. Dafür reicht der Kühler aber trotzdem noch aus. Ich kenne die Marke so jetzt nicht. Hatte ich schon öfters gelesen, aber ich habe sie selber noch nicht verbaut. Sieht aber soweit ganz in Ordnung aus. Hab noch ein bisschen Bling-Bling dabei. Ja, das ist okay. Wasserkühlung muss bei einem 10.400 auch nicht sein. Und er kostet 31,87 € bei Mindfactory.
Dann haben wir als Arbeitsspeicher 16 GB DDR4 RAM, 3200 MHz Highspeed, 2x 8 GB Dual Channel, ganz wichtig. Hersteller wie G-Skill, Corsair, Crucial, ADATA, Team Group oder ähnliches. Wir nehmen jetzt einfach mal den G-Skill Aegis. Bevor jetzt jemand kommt, wieso, du hast auf dem Bild doch gesagt, der RAM wäre falsch. Ja, ich glaube nicht, dass sie den RGB Pro irgendwie verbauen werden. Die werden wahrscheinlich dann den Vengeance nehmen, den ganz normalen. Und außerdem waren da 4 Riegel zu sehen, hier haben wir halt einfach nur 2. Deswegen ist das Bild auch schon fake. Nichtsdestotrotz, 3200 MHz RAM ist natürlich gut, dass er verbaut ist. Vor allen Dingen mit dem Prozessor. Man hätte stärkeren bestimmt noch wählen können, aber das ist okay, weil der Prozessor unterstützt ja offiziell 2666. 3200 ist dann schon in Ordnung. 2x 8 GB Dual Channel auch ganz okay. Kommt bitte nicht auf die Idee, diesen Aegis zu kaufen. Ich hatte so viele Probleme damit, beziehungsweise unsere Community auf dem Discord, die hatte übelst Probleme mit dem Aegis, deswegen lasst es einfach sein, nehmt anderen. Vielleicht habt ihr sogar die Möglichkeit, in der Bestellung zu sagen, falls ihr den kaufen wollt, ja, ich nehme den Vengeance oder so. Ja, dann werden sie vielleicht darauf Rücksicht nehmen, je nachdem, was sie gerade da haben. Und der kostet 55 € bei Mindfactory. Als M.2 Speicher haben wir eine 480 GB SSD. Da geht jetzt nicht raus hervor, ob es eine SATA oder eine ganz normale PCI Express SSD ist. Ich gehe jetzt von SATA aus. Wäre es PCI Express, wir hätten es bestimmt dabei geschrieben. Die hat eine Lese- und Schreibgeschwindigkeit von ungefähr 500 MB die Sekunde, je nachdem. Ja, also erstmal 480 GB in dem Preispunkt finde ich viel zu wenig. Ja. Und wenn sie wirklich eine SATA verbauen sollten, finde ich es auch schade, weil für ungefähr den gleichen Preis kriegt ihr halt auch schon eine PCI Express. Das kann ich jetzt leider nicht herausfinden, steht nicht mit dabei. Ich beziehe mich jetzt einfach mal wirklich auf die Kapazität von 480 GB und das ist halt einfach zu wenig. Spielt ihr 3-4 Spiele gleichzeitig, also jetzt nicht gleichzeitig in einem Stück, sondern sagen wir mal Far Cry installiert ihr, Watch Dogs und Ark, dann ist das Ding voll. Ganz locker. Windows wird ja auch noch drauf installiert mit den ganzen Treibern und so. Und die kostet 41,64 € bei Mindfactory. Eine zweite Festplatte haben wir hier nicht mit dabei, eine dritte auch nicht. Als Grafikkarte bekommen wir eine Nvidia GeForce RTX 3060 Ti 8 GB. Wisst ihr was? Ich sag jetzt gar nicht mehr, ob das Einsteigerklasse ist oder so. Ich sag jetzt einfach nur, danach kommen noch ein paar. 3070, 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, 3090, 3090 Ti. AMD hat auch noch ein paar Karten, die 6700 XT, 6800 XT und so weiter. Es ist eine gute Grafikkarte. Ihr könnt damit auch AAA-Titel spielen. Ihr dürft nur nicht erwarten, dass ihr da in WQAD die besten FPS-Werte irgendwie hinrotzt, auch in 4K auf gar keinen Fall. Ich mache euch einen FPS-Test wieder unten in die Videobeschreibung, wen das interessiert. Ansonsten ist es eine gute Grafikkarte in dem Preisbereich. Und die kostet 586,46 € bei Computer Universe. Dann wären wir da auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, was wir als Alternative genommen haben, und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.073,49 €. Das System soll kosten 1.229 €. Das ist jetzt auch ohne Windows. Ich habe Windows auch weggelassen. Also es wird wirklich ohne Windows dann geliefert. Hier steht zwar, es ist kompatibel mit Windows 11, aber es ist halt nicht mit dabei. Preislich gesehen ist das ein gutes System. Von der Aktualität her, wegen dem Prozessor 10400F, der ist ja wie gesagt schon 2 Jahre alt, ungefähr, nagelt mich nicht jetzt auf 2 Monate oder so fest. Das Gehäuse ist jetzt nichts und die Festplatte finde ich auch viel zu klein und das Netzteil ist halt auch nur ein System Power. Es reicht natürlich aus für das System, klar. Der RAM ist in Ordnung, das Board ist auch okay, aber ich finde, da sind zu viele Baustellen, als wenn man sie sich jetzt so bestellen sollte. Wir kommen jetzt mal zu einer Alternative. Wir haben jetzt wieder einen von Krotus genommen, das ist wieder so ein Custom Gaming Ding, den hat er dann zusammengeschustert, das war gestern Abend noch im Voice, da saß er mit drin. Wir haben auch gleich noch eine andere Alternative von Hardware Rat, ja, also jetzt nicht zu dem PC, sondern zu dem zweiten, den ich euch gleich noch zeige. Da habt ihr hier schon mal ein gutes Airflow-Gehäuse, ihr habt einen 11400F, also eine Generation schon mal weiter, der ist gerade mal 1 Jahr alt. Dann haben wir noch ein MSI 560 Torpedo, das ist auch in Ordnung. Grafikkarte ist auch die gleiche. Dann haben wir hier Patriot Viper RAM mit 3600 MHz, das ist noch deutlich schneller, auch 16 GB. Da haben wir eine Kingston NV1 mit 500 GB, ja gut, brauchen wir jetzt nicht drüber streiten, 20 GB hin oder her, das ist völlig wurscht. Ein Seasonic Netzteil mit 650 Watt anstatt 600 Watt und das ist auch gut ausgelegt zum Zocken auf jeden Fall, das finde ich besser als das System Power. Einen guten CPU-Kühler, der auch noch eine höhere TDP hat als der andere, der vorher bei dem Zen Chili System war. Und Windows 10 als Testversion ist auch mit da drauf, da bräuchtet ihr nur noch einen Key kaufen und das dann aktivieren, das könnt ihr auch bei meinem Partner machen, wenn ihr das möchtet. Da seid ihr bei 1210. Zur Erinnerung, wir waren hier bei 1229. Das bedeutet, ihr kriegt natürlich einen besseren Prozessor, ihr kriegt besseren RAM, besseres Netzteil, besseres Gehäuse, was den Airflow angeht. Das Mainboard, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Also ich finde schon, dass das das bessere Angebot ist. Und damit ihr nochmal eine Idee bekommt, hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Da liegen wir halt bei 1.136 € und er nimmt 1.210 dafür. Verlinke ich euch auch so in der Beschreibung. Da habt ihr sogar noch, was die Differenz angeht, gegenüber Selbstbau noch ein bisschen was gespart. Und bevor sich jetzt jemand wundert, warum ich hier eine RTX 3060 Ti Ventus 3X drin habe, das hat er mir gestern so gesagt, das ist die, die er da liegen hat.
Ganz einfach. Die bekommt ihr dann auch. Da weiß ich ganz genau, welche Grafikkarte es ist. Bei dem anderen System war es ja wieder beliebiger Hersteller. Deswegen haben wir da einfach irgendeine genommen. Wobei ich dazu sagen muss, es ist halt auch eine Asus. Ne? Die war gerade am günstigsten. Also schlecht ist die vom Kühldesign auch nicht. Also alles in allem, das System ist nicht zu teuer. Wie gesagt, ihr kriegt aktuellere Komponenten, vielleicht auch bessere Komponenten, eben dann jetzt in dem Fall bei Krotos. Bei Dubaro bekommt ihr bestimmt auch was Besseres für den Preis. Also ich würde ihn so nicht kaufen. Allein schon das Gehäuse würde mich stören. Es ist halt einfach Airflow-technisch für den Arsch. Dann haben wir hier noch das zweite System. Übrigens, warum ich jetzt Memory-PC mache, ist einfach so, es wurde drum gebeten. Ich glaube, in Discord oder in den Kommentaren hat einer geschrieben, mach mal bitte wieder Memory-PC, ist schon eine Weile her. Ja gut, dann machen wir das natürlich. Und hier muss man sagen, ist das Bild, ja, weiß ich gar nicht, soll man das Fake nennen? Also das Gehäuse stimmt und das hier ist einfach nur scheiße reingefotoshoppt. Ihr seht es selber an den Proportionen, das passt halt hinten und vorne nicht. Und ich denke mir da persönlich einfach immer, ist da was, bevor er es so macht, lasst es am besten und macht einfach nur das Gehäusebild. Das hat dann vielleicht keine Beleuchtung hier vorne drin, aber das hier, das sieht aus wie hingerotzt. Auch hier gehen wir wieder in den Konfigurator. Und als Gehäuse haben wir ein Corsair 4000D Schwarz-Glasfenster. Das ist ein gutes Case. Das hatte ich auch schon hier stehen. Das war auch das, wo Kreativecke seinen 2000er PC reingebastelt hat. Das ist völlig in Ordnung. Ich fand es Airflow-technisch, ja, nicht so ganz optimal. Man kann die Front zwar abnehmen, ja, dann sieht es aber nicht mehr so geil aus. Ansonsten habt ihr nur diese beiden Schlitze hier. Wir haben vorne noch einen Lüfter verbaut und hinten auch. Also ein bisschen Airflow ist da. Ich denke aber auch, dass es in dem Fall vielleicht besser wäre, wenn man die Front dann einfach weglässt, dass man mehr Airflow hat. Vor allen Dingen ist das System ziemlich leistungshungrig und das wird auch gut warm. Deswegen sage ich es noch dabei. Qualitativ kein schlechtes Gehäuse. Und das kostet 87,51 € bei versandkönig.de. Als Netzteil bekommen wir ein Corsair RMX Series RM 750X 2018 Edition 750 Watt. Das hat 10 Jahre Garantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. Völlig in Ordnung, das Netzteil. 750 Watt für das System auch noch ausreichend. Man kann natürlich ein bisschen auf Sicherheit gehen, dann 850 verbauen. Ja, okay, aber es reicht wie gesagt aus. Geht halt einfach nur darum, wenn ihr später auf die Idee kommt, vielleicht eine Nvidia der 4000er Generation oder so da reinzuschmeißen. Dann könnte es eng werden, je nachdem welche man nimmt. Aber für das System, wie gesagt, völlig ausreichend. Und das kostet 91,90 € bei XCOM. Als Mainboard bekommen wir ein MSI Pro Z690-A Wi-Fi DDR5. Gut, dass es der Z690-Chipsatz ist, weil das ist ein K-Prozessor, da könnt ihr besser mit übertakten, beziehungsweise das schaltet die Übertaktung überhaupt erst frei, ja. Es hat noch Wi-Fi mit dabei, gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kommt eine SSD rein, hier kann auch eine SSD rein, hier kann auch eine rein, hier auch. Also die neuen Mainboards sind echt krass, was SSDs angeht. Hier kommt die Grafikkarte rein, mit etwas Glück könnt ihr diesen Slot doch benutzen, das weiß ich nicht vom Abstand her, je nachdem wie dick die Grafikkarte ist. Hier unten könnt ihr eine Capture-Karte noch irgendwie einbauen oder eine WLAN-Karte, USB-Erweiterungskarte, das passt schon. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In bzw. 7.1 im Ganzen, WLAN und Bluetooth, Netzwerkanschluss, USB 3.1, USB Typ C, USB 3.0 haben wir zweimal, viermal USB 2.0, DisplayPort und HDMI könnt ihr hier nicht benutzen, weil der Prozessor auch keine integrierte Grafikeinheit hat, PS2-Anschluss und Flash-BIOS-Button. Das ist ein grundsolides Board. Es gibt natürlich bessere bei Z690, aber das ist schon okay. In dem Preisbereich auch. Wer jetzt noch RGB, Schickimicki und so mit dabei haben möchte, der muss halt ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Das ist okay. Und das kostet 224 € bei Mindfactory. Als CPU bekommen wir einen Intel Core i7-12700KF. Auch hier keine Onboard-Grafik. Ihr braucht immer eine Grafikkarte, um ein Bild zu ziehen. Das ist ein top aktueller Prozessor. K übertaktbar mit dem Mainboard sowieso, F dann ohne Grafikeinheit, habe ich ja eben schon gesagt. Der hat eine TDP von 125 bis 190 Watt, der hat 12 Kerne, also 8 Performance und 4 Efficiency Kerne, beziehungsweise 16 Performance Threads und 4 Efficiency Kerne. Das ist einfach nur so, die Efficiency Kerne, die sind dafür da, wenn ihr Multimedia- oder Büroanwendungen macht und sobald ihr zockt, schalten sich die Performance Kerne mit dazu und habt da mehr Leistung, dementsprechend wird er auch wärmer. Deswegen steht hier auch 125 bis 190 Watt. Unterstützt offiziell DDR5 mit 4800 MHz oder DDR4 3200 MHz. Das ist ein Top-Prozessor. Wird wahrscheinlich auch mein nächster sein. Wenn ich jetzt in Zukunft mal irgendwann aufrüste, werde ich mir den wahrscheinlich auch holen. Wollte ich nur dabei sagen, weil der ist halt zum Stream geeignet, Videos rendern und so. Ja, völlig in Ordnung. Also danach kommt nur noch der 12900K, der KS noch. Gut, es gibt in der Ryzen-Variante noch den 5800X3D, aber der reicht, wie gesagt, zum Zocken und Streamen auch völlig aus. Und der kostet 406,36 € bei Mindfactory. Als Kühlung bekommen wir den BeQuiet DarkRock 4 Pro Tower Kühler. Leute, das ist ein Monster. Der wiegt auch gut. Was steht hier? 1,13 Kilogramm. Das Ding ist A, leise und B, so ein Klopper. Also wenn ihr den im Case habt, seht ihr von dem Mainboard sowieso nichts mehr. Wenn es ein Micro ATX wäre, wäre es weg. Also so hart ist es jetzt nicht, aber es ist ein sehr, sehr guter CPU-Kühler. Ist auch vonnöten bei dem Prozessor. Der hat eine TDP hier von 250 Watt angegeben. Der Prozessor hatte ja auch schon ordentlich TDP, habt ihr eben gesehen. Aber ist eine gute Wahl. Wer auf eine Wasserkühlung verzichten will, weil ihm das vielleicht zu unsicher ist, die läuft irgendwann aus, was eigentlich nicht passiert, aber
ist halt anfälliger als ein Luftkühler, kann die Pumpe kaputt gehen oder so. Der ist auf jeden Fall mit dem Ding gut beraten. Finde ich eine gute Wahl, wirklich, muss ich sagen. Und der kostet 74 Euro bei Mindfactory. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das wird ziemlich interessant. Wir haben hier 16 GB DDR5 RAM 4800 MHz. Hier unten steht dann Dual Channel dabei, hier allerdings nicht. Und 4800 MHz ist jetzt gerade so die Spezifikation des Prozessors. Es gibt auch schon 5600 MHz und noch mehr. Das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Wir haben jetzt einen Single DIMM reingenommen. Dual würde ungefähr 20 Euro mehr kosten, wenn zwei Stück wären, also 2x8, ja. Wenn das wirklich ein Single RAM ist, habt ihr bis zu 30% FPS-Verluste. Das ist richtig krass. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung ein YouTube-Video von einem anderen Kanal. Der hat das mal getestet mit nur einem Riegel oder zweien unter DDR4. Aber das ist egal. Da habt ihr ordentlich FPS-Verlust mit. Also wenn das wirklich ein Single-DIMM ist, das kann ich jetzt leider nicht erörtern, aber dann wäre es schade. Wie gesagt, wir haben hier jetzt nur diesen einen Riegel und auch Kingston Fury Beast. Das könnte auch ein anderer Hersteller sein. Die lassen sich das ja offen, ne? 16 GB finde ich sowieso ein bisschen wenig in so einem System. 32 hätten es ruhig schon sein können. 4800 MHz, wie gesagt, eher so die Spezifikation des Prozessors. Jetzt geht auch noch schneller. Wir haben gleich im Warenkorb den Dual auch noch mit dabei, damit ihr mal kurz sehen könnt, wie der Preisunterschied ist. Diese 20 Euro, was ich eben gesagt habe. Aber den packen wir jetzt so in den Warenkorb. Und der kostet 94,89 € bei csvdirekt.de. Also das wäre wirklich ein grober Schnitzer. Ich muss es wirklich noch dabei sagen. Dual Channel hätten es auf jeden Fall sein müssen. Auch hier haben wir wieder eine 480 GB M.2 SSD. Ja, jetzt nehmen wir hier einfach eine PCI Express 3.0. Wie gesagt, die kostet jetzt nicht so viel mehr, hat eine Lesegeschwindigkeit von 1700 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1500 MB die Sekunde, damit wir so ein Mischungsverhältnis haben. Wir wissen ja nicht genau, ob es SATA ist oder PCI Express. Bevor wir denen jetzt Unrecht tun, packen wir hier jetzt eine PCI Express rein. Okay. 480 GB natürlich auch wieder viel zu wenig. Auch wenn eine HDD in diesem System ist. Nein, das muss nicht sein. Ein Terabyte hätte es mindestens sein können. Finde ich sehr, sehr schade. Wenn nicht sogar 2 Terabyte, je nachdem. Oder vielleicht da noch auf eine HDD setzen, wer das möchte. Viele sind dagegen, aber es ist halt eine Möglichkeit, wie man günstig noch mehr Speicher mit dazu kriegt. Und die kostet 49,97 € bei Mindfactory. Hier haben wir auch die Angabe. 1000 GB HDD ist mit da drin. Welche genau, wissen wir auch nicht. Wir nehmen die Toshiba P300. Ist jetzt nichts Besonderes, ist halt eine HDD, ist in Ordnung. 1 TB, es hätte auch mehr sein können. Weil guck mal, die kostet 32,77 €, 2 TB kosten glaube ich 50 €, 4 TB kosten 90 €, also... Ja gut, ist es mit dabei, warum nicht? Und die kostet 32,77 € bei Mindfactory. Hier haben wir keine weitere Festplatte. Als Grafikkarte haben wir den Nvidia GeForce RTX 3070 8 GB. Auch hier wissen wir wieder nicht, was wir bekommen. Wir nehmen jetzt die Inno 3D 3070 Twin X2 LHR 8 GB. Ich muss echt sagen, die 3070 ist ja keine schlechte Grafikkarte. Für WQAD und HD Gaming ist das okay. Wenn ihr 4K zocken wollt, finde ich 8 GB halt extrem wenig. Ihr müsst euch mal die Benchmarks von meinem letzten Krotos-Test angucken. Da kam der Benchmark in WQAD von Far Cry bei 7,7 GB schon raus. Und das Ding hat 8. Und das war eine 6600 und keine 3070. Also finde ich schon krass, dass die immer noch so wenig Speicher haben. Die AMD-Karten machen das deutlich besser. Nichtsdestotrotz keine schlechte Grafikkarte. FPS-Test dazu findet ihr wieder unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 619 € bei notebooksbilliger.de. Ansonsten ist das hier auch wieder ohne Windows. Jetzt zeige ich es auch nochmal. Bevor jemand sagt, ich hätte es vergessen, 24 Monate Herstellergarantie, ja, das ist im Rahmen. Es geht halt auch 36 Monate für 50 Euro mehr. Es gibt einige Hersteller, zum Beispiel Agando, die bieten von Grund auf 3 Jahre an. Hier sind es halt 2 Jahre, das ist aber in Ordnung. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die HDD, die SSD, den Prozessor. Hier die Geschichte mit dem RAM, also wie gesagt, der Dual-Channel würde 114 kosten und der Single kostet halt 94. Das sind diese 20 Euro Unterschied, wovon ich eben gesprochen habe. Hier haben wir die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da liegen wir bei einem Gesamtpreis von 1680,40 €, das System soll kosten 1899. Seid ihr also ungefähr 220 Euro über Selbstbau. Ja, könntet ihr halt bei Mindfactory günstiger kriegen. Ob es den einen Fuffi jetzt wert sein sollte oder 70 Euro, müsst ihr wissen. Es ist nicht krass überteuert. Konfigurationstechnisch, was wirklich reingrätscht, ist eben diese RAM-Geschichte und die SSD. Finde ich sehr schade, auch wenn eine HDD drin ist. Das Gehäuse, gut, lässt sich drüber streiten mit dem Airflow. Ich habe hier halt das Ding hier gehabt, habe es getestet und ich fand es nicht so geil. Es wurde auch sehr laut, vielleicht auch aufgrund dessen. Das war jetzt die Wasserkühlung, die laut geworden ist, aber wahrscheinlich hat sie einfach nicht genug Frischluft gekriegt. Hätte ich vielleicht noch testen sollen, habe ich verpennt. Werde ich das nächste Mal machen. Auf jeden Fall, konfigurationstechnisch geht es besser. Ich habe auch hier eine Alternative bei Hardware-Rat. Und ich bin wie immer ganz ehrlich zu euch. Wir saßen auch gestern mit Hardware-Rat noch im Call und der hat halt gesagt, ich suche dir mal was raus, was wir da so machen könnten. Und dann hätten wir hier auch so eine Kiste mit ordentlich Airflow. Gut, das Gehäuse ist nicht so schick wie das andere, muss ich wirklich dazu sagen. Aber Airflow-technisch auf jeden Fall besser. Das kostet auch 1899 €. Wir haben jetzt hier einen 12700F. Das ist kein KF.
um euch einfach mal den Vergleich dazwischen zu zeigen. Der F ist ein bisschen schlechter als der KF. In Ordnung. Zum Zocken, ob es da einen Unterschied macht, ich lasse es dahingestellt. Beim Stream macht das, glaube ich, auch keinen Unterschied. Er hat dieselbe Kernanzahl, er hat eine etwas geringere TDP, boostet nicht ganz so krass, hat auch einen Grundtakt, der ist ein bisschen geringer. Das macht aber eigentlich nichts. Der 12700F ist einfach ein bisschen günstiger und reicht zum Streamen und Zocken auch aus. Klar ist der KF besser, muss ich dazu sagen. Ganz klare Sache. Preislich ja auch. Ihr seht es hier, 338 Euro gegenüber 400 Euro. Das kommt ja irgendwo her. Nur das ist halt so ein Thema, da wollte ich jetzt noch drauf eingehen, bevor mir jemand irgendwie an die Schuhe schmiert. Ja, du hast einen viel schlechteren Prozessor. Nein, der ist nicht viel schlechter. Ihr seht hier die Vergleichswerte von daher. Als Prozessorkühler haben wir hier einen Silentium PC Fortis 5. Da habe ich mich gestern noch mit ihm drüber unterhalten. Er hat es selber getestet. Er sagt, das reicht für den 12700F locker aus. Wenn ihr jetzt einen KF nehmen würdet und ihr würdet den noch übertakten, dann wird es zu eng. Aber der reicht aus. Der kommt auch so an die 80, 85 Grad, je nachdem, unter Auslastung. Er hat das, glaube ich, im Cinebench getestet und das war soweit in Ordnung. Ich hatte ihn selber auch noch nie in der Hand. Ich muss mich da jetzt auf seine Aussage verlassen. Als Mainboard haben wir Gigabyte B660 Gaming X, kein Z690. Also ihr müsst ja auch nicht übertakten, weil es eh kein K-Prozessor ist. Ne? Wollte ich nur dabei sagen. Ist Full ATX und so, ist völlig in Ordnung. Ihr habt das Doppelte an RAM mit 3600 MHz. Das würde ich ernst nehmen. 16 gegenüber 32 GB. Ihr habt eine 1 TB SSD, nicht 480. Gut, die HDD wurde weggelassen, muss ich dazu sagen. Aber ihr verzichtet hier auf 500 GB Speicher, habt aber dafür 1 TB schnellen Speicher. Ihr seht es auch hier, es ist eine Samsung 980 mit 3500 MB lesen und 3000 MB schreiben. Wer braucht das, ist die Frage. Er hätte auch eine Kingston da reinballern können, aber hat er halt so gemacht. Ich wollte ihm da nicht reinreden. Ihr bekommt anstatt einer 3070 eine 3080. Keine 3070 Ti oder so, eine 3080. Und das ist ein Leistungssprung. Und ihr seht hier auch 10 GB und nicht nur 8. Ist jetzt auch nicht so mega viel, aber ist halt einfach da. Man muss die Vorteile auch irgendwo nennen. Wir haben einen 750 Watt 80 Plus Gold Silentium PC Supremo FM2. Er meinte, er hätte gute Erfahrungen damit gemacht, habe ich selber auch noch nicht verbaut. Das Gehäuse lässt sich drüber streiten, ihr habt es eben oben auf dem Bild gesehen. Ihr bekommt aber noch dazu Windows 11 Pro 64-Bit. Sollte man auch nehmen wegen dem Performance- und Efficiency-Kern des Prozessors. Weil ihr könnt natürlich einen 12400F zum Beispiel, den könnt ihr noch mit Windows 10 locker betreiben. Windows 10 kommt einfach mit den besseren Prozessoren von Intel aktuell nicht klar. Beziehungsweise nicht so gut klar wie Windows 11, also Abstürze habt ihr da auch nicht. Aber Windows 11 kann damit besser umgehen. Da habe ich auch nochmal einen Preisvergleich gemacht. Wir haben hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte. Das ist auch die, die er tatsächlich gerade verbaut, die KFA2, hat er mir so gesagt. Das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil, was auch vollmodular ist und so weiter, habe ich jetzt gerade gar nicht dabei gesagt. Windows, da seid ihr bei 1894 Euro und es kostet 1899, sprich 5 Euro mehr. Für eine bessere Grafikkarte, einen etwas schlechteren Prozessor und etwas schlechteres Board, wenn man das so sagen kann, weil das Board ist eigentlich angepasst auf den Prozessor, doppelt so viel Arbeitsspeicher, eine 1 TB SSD anstatt 480 GB. Ich glaube, das ist der bessere Deal. Das Gehäuse gefällt mir auch nicht. Ich bin da ganz bei euch. Also wer da jetzt sagt, das Gehäuse gegenüber dem Corsair sieht ja scheiße aus. Ja, stimmt. Ist halt einfach so. Aber ich finde wirklich eine 3080, das Doppelte an RAM und die SSD und das zu dem gleichen Preis. Klar, ihr müsst, wie gesagt, ein paar Abstriche machen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Der Prozessor ist ein bisschen schlechter. Ja, Prozessorkühler vielleicht auch. Wie gesagt, hatte ich nie in der Hand. Das Board ist ein Full ATX. Ihr könnt genauso gut erweitern. Und um nochmal zurückzukommen. Also ich finde den Preis ein bisschen zu teuer. Jetzt nicht viel zu teuer, aber schon, also ich sage ja mal so 150 bis 200, hier haben wir 220. Ja, okay. Aber wie gesagt, die Geschichte mit dem RAM, mit dem einen Riegel und dieser kleinen SSD. Also für mich wäre es nichts, ich würde so nicht bestellen. Es gab schon so Sachen wie letztes Mal bei Krotus oder Dubaro, da habe ich gesagt, oh, das würde ich auch so kaufen. Das würde ich so nicht kaufen. Und die sollten ihrem Praktikanten mal sagen, dass er besser Photoshoppen soll, weil das hier, das sieht halt nach nichts aus. Dann lieber ganz sein lassen und wirklich nur das Gehäusebild nehmen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Joint unseren Discord, wenn ihr noch weitere Fragen habt. Lasst gerne einen Kommentar da. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.